Hallöchen, herzlich willkommen, mein Name ist Brotfisch. Und ich begrüße dich heute zu einer etwas traurigen Folge heute zu Game. Du hast einen Bogen genannt. Sorry, jetzt nicht mehr. So, heute ist auf jeden Fall ein ziemlich trauriger Tag. Der Eisengolem von Kai wurde von einem Enderman getötet. Wir haben es heute hier versammelt, zu viert. Mit dem Kai, mit The Game und mit starker Flamme. Hallo. Wir sind heute alle schwarz angezogen und wir feiern heute die Beerdigung von lieben David, der Eisengolem. Und ich will nicht lange über ihn reden, sonst wird Kai noch komplett verrückt. Dann machen wir uns mal auf die Beerdigung los. So. Gehen Sie mal, Mädels. Der Eisengolem, David der Eisengolem, ist vor etwa einer halben Stunde gestorben. Wir haben nicht lange gewartet und haben direkt überlegt, wir machen heute die Beerdigung. Und es wäre doch nicht, wenn jeder von euch seine eigene Ansprache für ihn hielt. Was an ihnen ihm am besten gefiel und so. So, wir sind gleich da. Und dann beginnt auch schon die Feier. Und hier sehen wir schon das Grab von David. Hier ruht David für immer in Ruhe. Hier ruht David für immer in Ruhe. Wir haben schon ein Grab für ihn eingerichtet. Kai, willst du anfangen mit der Ehrensprache? Ja. Warten Sie noch für eine kleine Schweigeminute ein. Mit etwas Musik. Die Schweigeminute gilt ab jetzt. Der Regen hat uns wohl erhört. So, jetzt ist eine Minute um, die Schweigeminute ist jetzt vorbei. Kai, du darfst mit dieser Redensprache anfangen. Ja, also ich will euch drei erstmal danken, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, euch hat David nicht so viel bedeutet, aber ich will euch danken, dass ihr gekommen seid. David war eher bescheiden. Obwohl er nicht lange gelebt hat, eher eine Woche lang, mindestens.
hat er sich in dieser eine Woche einen Großplatz in meinem Herzen verdient. Sein Tod kam zwar sehr überrascht, aber wir werden ihn zwar alle vermissen und wir werden ihn niemals vergessen. Brotfisch? Ja. Applaus. So, ich kannte David auch nicht sehr lange. Ich musste halt dabei zusehen, wie er halt getötet wurde. Von einem Enderman. Ich saß halt von meinem Haus, sah ich Kai beim Bauen zu und sah, wie ein Enderman in sein Haus stürmte und versucht hat, Kai zu töten. Darauf ist David eingeschritten und hat sich für Kai geopfert. Dies ist halt sehr schlimm gewesen. Zuerst hat Kai mir die Schuld gegeben, dass ich David getötet habe. Ich konnte es beweisen, dass es nicht so war. Aber es ist ziemlich traurig, weil jetzt haben wir eine Person weniger hier auf unserer Welt. Aber ich denke, wenn Kai das wirklich packt, holt er sich wahrscheinlich noch einen neuen David. Das muss er selber entscheiden. Wenn nicht, bin ich jetzt fertig und bitte gerne to game. Danke, 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 danke. Applaus. So, also ich kannte ihn ja nicht lange, den David, aber ich glaube schon, dass er diese Trauerfeier verdient hat. Und ich, ja, was soll ich sagen? Ich denke schon, dass er bei mir auch im Herzen bleiben wird, obwohl ich ihn nicht so richtig gekannt habe. Und mein herzliches Beileid nochmal für Kai. Danke. Ich rufe starke Flamme. Nein. So. Niemand darf jetzt die Trauerfeier stören, danke. Okay. Bitte, bitte fahren Sie fort. Jetzt dürfen wir uns alle noch einmal an die schöne Zeit von David erinnern. Dafür füllen wir. Setze ich hier einen Kürbis. Und ich glaube, das wusste Kai nicht, aber David hat ein Erbe für Kai hinterlassen. Dies hat Amy gesagt, falls er stirbt. Dafür müssen wir sein Grab kurz aufbuddeln. Und ja, ja, okay, ja. Bist du damit einverstanden? Ja, ja, bin ich. Hier ist sein Sarg. Hier ist das Erbe von ihm. Er hat drei Eisenbahnen für ihn hinterlassen und eine Rose. Den Kürbis haben wir jetzt beigelegt. Der ist von uns so. Wir werden dich nie vergessen, David. Tschüss, mein Freund. Ruhe in Frieden, David. Ruhe in Frieden. Mögest du die Person im Himmel beschützen. Vater, ich sehe nicht ein, dass du eingehst unter meinem Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird Kais Seele gesund. In immer. Amen. Danke, Amen. Danke, danke. Amen. Mein Beileid. Danke. Danke.
Nicht schon wieder, nein! Ich glaube, ich zeige euch noch einmal, wo ganz, wo ganz genau. Ab heute schwöre ich, dass ich jeden Enderman, der mir begegnet, dass ich ihn durch mein Schwert, durch meine Hand, eigentlich den Kopf verpacken werde. Ich stand hier an dieser Stelle hier starb David. Und ich saß von da oben. Du tust mir leid. Danke. Aber Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, diese traurige Folge, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr gerne über eine positive Bewertung freuen, genauso wie Kai. Schreibt ein nettes Kommentar für David. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.